Peace Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin der Sali von Sneakered und heute geht es um ein LPU bezüglich des Nike X Stussy Drops. Da habe ich jetzt gerade hier zwei Artikel von dem Drop und eins ist bei meiner Freundin, konnte ich leider nicht abholen, aber nichtsdestotrotz zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. Also ganz viel Spaß beim Video, bis gleich. Da haben wir auch schon das erste Ding, Leute. Das ist der Nike Air Penny Fossil. Der war nur exklusiv auf der Stussy-Seite. Also der kam gar nicht in der Sneakers-App raus. Der war exklusiv für die Stussy-Seite. Genauso wie es auch damals bei dem Air Force 1 Fossil war. Den kann ich euch auch mal gleich als Vergleich zeigen. Packen wir das Ganze mal aus. Hier die Rechnung von Stussy. Und hier kommt auch schon direkt der Schuh entgegengesprungen. Ich hatte da mal kurz ausgepackt, um zu gucken, was wir hier auch wirklich haben. Und ich persönlich finde, der Schuh ist mal was anderes. Ist nicht Mainstream, geht mal auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie feiere ich den. Ich weiß nicht, ob es an den Colorway tatsächlich liegt, weil die anderen Air Penny Colorways, die rauskamen, außer dem kompletten Triple Black Colorway, den feiere ich noch ein bisschen, aber der hier ist sehr geil, die anderen, na, ist nicht so mein Geschmack. Nochmal direkt zum Schuh. Wir haben hier auf jeden Fall ein extra Pair Laces mitgeliefert bekommen. Ich gehe mal hier rein. Ich glaube, das stört dann die Packung nicht so. Wir haben hier wirklich einen sehr, sehr clean Schuh, finde ich. Also, das ist der Air Penny, Leute. Silhouette ist nicht so beliebt, beziehungsweise nicht so oft gesehen draußen, aber ich finde in dieser Kollabo mit Stussy auf jeden Fall was Ausgefalleneres, auf jeden Fall mal was anderes, geht auf jeden Fall mal in eine ganz andere Richtung, weil wir haben einfach in letzter Zeit öfters mal Dunk Drops, öfters mal Jordan 1er Drops oder 4er und das kommt auch immer gehäufter vor und es wird dieses Jahr auch nicht anders sein und da finde ich zum Beispiel so einen ausgefallenen Schuh, der in eine ganz andere Richtung springt, wie diesen Air Penny 2, einfach mal ganz anders und ganz wild. Ehrlich gesagt finde ich halt auch einfach diesen Colorway irgendwie geil und das Ganze hier spricht mich einfach an. Ich weiß, das wird nicht jedem gefallen und wird auch nicht jedermanns Schuh sein, aber definitiv ein geiles Ding, was auf jeden Fall auch gerockt wird. Ich werde auf jeden Fall im Laufe des Videos einen On-Feed-Check mit diesen Dingern machen. Auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben dafür. Kommen wir mal zu der Verarbeitung. Die Verarbeitung von diesem Schuh ist eigentlich echt gut. Also man kann ja nicht irgendwie sagen, dass die Klebereste irgendwo da und hier sind. Das Ganze sieht wirklich sehr hochwertig verarbeitet aus. Wir haben hier hinten das Nike Air gestitcht. Wir haben hier an der Seite das Stussy-Logo. Hier vorne nochmal und top auch noch ein Stussy-Logo und on the bottom an der Sohle, die übrigens sehr, sehr wild aussieht, haben wir dann auch nochmal das Stussy-Logo. All in all kann man auf jeden Fall sagen, sieht sehr, sehr cool aus. Wir haben hier ein, sag ich mal, ist das ein Canvas-Material? Ich denke, ja, ist auf jeden Fall so ein stoffartiges Material, also geht in Richtung Canvas, ist aber ein bisschen anders als Canvas. Es ist so... Alle, die den Stussy Air Force 1 kennen, wissen auf jeden Fall, was ich meine. Das ist so netzmäßig, aber Stoffrichtung. Ja, also fast Canvas. Stellt euch einfach Canvas Material hier vor. Ist auf jeden Fall geil. Hier haben wir nochmal so eine Lasche, die auch übrigens an der Zunge ist. Und an der Zunge haben wir nochmal ein Nike-Logo. Die Laschen sind so in der Art wie vom Travis SB Dunk die Laces, also so ein Rope-mäßiges Ding. Sieht auf jeden Fall wild aus. Wir haben hier keine flachen Laces, sondern Rope Laces, also runde Laces gegeben. Auch mal was anderes und an sich zum Schuh kann ich eigentlich nicht allzu viel sagen. Ist halt ein Triple Sail Colorway. Wir haben hier wirklich nur beige Farben. Total meine Farben. Ich weiß nicht, im Hintergrund sieht man es auch. Ich bin so eher der erdtönige Typ. Also viel bunt ist nicht dabei, aber ab und zu nicht mal so. Ein oder anderen Schuh, der dann wirklich rausknallt. Aber das Ding ist auf jeden Fall so in meinem Beuteschema, sage ich mal. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr clean aus und ich bin gespannt, wie das sich am Fuß anfühlt und wie das gerockt letztendlich aussehen wird und sich auch am Fuß anfühlen wird. Wie gesagt, Leute, den Schuh habe ich bekommen. Da war der Retailpreis 199,99 auf der Stussy-Seite. Der war auch nicht sofort ausverkauft. Also man hatte eigentlich einen easy Kopf, sage ich mal. Aber danach ist er dann halt doch ausverkauft gegangen. Ich glaube, nach 10 Minuten oder so war das dann
ausverkauft und sold out auf der Stussy-Seite. Ich wollte auf jeden Fall diese Nike Stussy Wool Jacket, ey, die war so krass. Ich wollte einfach nur die. Ich habe bei Stussy versucht, direkt sold out. Ich habe bei Nike versucht, direkt sold out. Bei Nike hat aber dann meine Freundin den Sweater bekommen. Übel geiler Sweater. Also damit habe ich eigentlich nicht so gerechnet, aber dann, wo der halt angekommen ist und so, übel geil. Aber ich kam noch nicht dazu, den abzuholen. Werde ich jetzt tun, aber fürs Video ist der jetzt leider nicht dabei. Aber ich blende euch mal einfach kurz ein paar Bilder ein. Sieht echt nice aus. Wir haben hier was ganz anderes und der wird auch safe behalten. Das Ganze war, glaube ich, 149,99 im Retail und kostet im Resale so circa 300 bis 220 Euro. Also da variieren die Preise auch ein bisschen nach den Sizes. Aber so in diesem Bereich liegen auf jeden Fall aktuell die Preise. Bei dem Schuh, der kam ja für 199,99 raus und preislich liegt das Ganze hier so bei 250 bis 300 Euro. Wobei man sagen muss, dass der Last Sale bei StockX bei Retail war. Aber ich weiß halt nicht, inwiefern oder ob dieser Schuh in Resale sehr, sehr viel bringen wird. Ich werde den sowieso personal anziehen, deswegen ist das eigentlich für mich eher irrelevant. Wie gesagt, Schuh habe ich bekommen, den Sweater habe ich bekommen und heute habe ich mir dann doch die Wool Jacket gegönnt, weil ich fand die einfach zu geil und ich habe halt bei eBay Kleinanzeigen ein bisschen geguckt. Es gab nicht viele Anzeigen zu dieser Jacke, vor allem nicht in meiner Size. Ich bin so auf XL, XXL hingegangen, weil ich wollte, dass die Jacke schon oversize fittet und nicht einfach am Körper klebt oder so. Also deswegen wollte ich schon eher eine bigger Size haben. Und die Jacke kam halt für, ich glaube, 170 Euro Retail raus und liegt aktuell so bei 280 bis 300 Euro, was übertrieben heftig ist. Also man hat mal eben so den Preis verdoppelt und das ist schon meiner Meinung nach viel. Aber ich wollte die und ich weiß nicht, also bei mir persönlich ist das einfach so, wenn ich was will, ich brauche das sofort. Also ich weiß nicht, das hat mich so gecatcht, die Jacke, und ich wollte die einfach haben. Und ich habe mir die dann auch heute gegönnt. Ich kam in Kontakt mit einem Zuschauer von uns. Auf jeden Fall, Shoutout an ihn, wenn du das Video siehst. Danke nochmal für die Jacke. Übel geil, übel korrekter Typ. Wir haben kurz geschrieben, kam direkt auf einen Nenner. Und letztendlich kam dann einfach raus, dass das einer unserer Follower ist. Und das hat mich dann umso mehr gefreut. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy darüber. Aber ich glaube, ihr wartet genauso sehr wie ich auf die Jacke. Also bis gleich. Da ist das Ding. Ich habe das schon ausgepackt. Ich wollte die natürlich direkt anprobieren. Ich werde euch das jetzt gleich auch zeigen. Übel geiles Ding, Leute. Übel geiles Ding. Also die Jacke ist komplett aus Wolle. Innen drin ist das so stoffartig. Wir haben hier das Nike-Logo rauf gestrickt. Ist übel clean. Preislich, natürlich war das ein bisschen hoch, aber wir kamen da trotzdem auf einen guten Nenner zusammen und da bin ich auf jeden Fall froh. Wir haben hier eine Size XXL, aktuell bei StockX für 330 gehandelt. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe die Jacke hier gegönnt. Ich bin auch übel froh, dass ich die jetzt habe. Und ich würde euch mal einfach mal ganz kurz ein On-Feed-Review geben zu dem Schuh und der Jacke. Also bis gleich. Hier einmal on feed. Ey, das sieht brutal aus. Ich finde, der Fit von der Jacke ist übel, übel clean, Leute. Ich zeige euch das nochmal hier so. Ich weiß nicht, ob man das so gut in der Kamera sehen kann, aber es fittet auf jeden Fall übel clean. Auch hier dieser Backstitching ist richtig, richtig geil. Kapuze. Man hat hier noch diese Netzchen, um die Kapuze halt fester zu machen. Jetzt noch mal zu fit, Leute, wie gesagt, es ist eine übel, übel geile Jacke. Es ist, ich sag mal so, es ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht, weil ich mag das nicht, wenn die Jacken zu leicht sind, Leute. Da muss schon ein bisschen Gewicht sein und hier ist auf jeden Fall gutes Gewicht dabei. Ich finde halt die Details mit diesem Stitching hier dran auch übel geil, weil hier steht ja Made by Nike exclusively for Stussy, heißt also, diese Dinger wurden von Nike produziert. Extra für Stussy, genauso wie die Schuhe und halt auch der Rest der Kollektion. Übel geiles Ding auf jeden Fall, fittet auf jeden Fall alles sehr gut. Die Schuhe sind auch true to size, muss man sagen. Ich nehme euch mal kurz hier mit.
So, die Schuhe sind auf jeden Fall auch true to size, Leute. Übel cleane Dinger einfach. Kann man auf jeden Fall nichts zu sagen. Ich zeige euch mal ganz kurz das hier. Wer noch nicht den Croft gesehen hat und ein kleines Review dazu haben will, Leute, Burak hat dazu ein Video gemacht. Schaut auf jeden Fall auch rein bei unseren letzten Videos. Und übrigens, das ist die Diamond Box, Leute. Schaut euch das mal an. Übel clean, oder? Kommt auf jeden Fall sehr bald. Also es ist nicht mehr lange. Dann sind auch alle Produkte endlich bei uns hier im Lager. Und dann werden wir die Dinger euch vorstellen, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, was noch auf euch zukommt, Leute. Aber da halten wir euch auf den Laufenden. Ansonsten, Leute, wie gesagt, die Schuhe übel geil. Fittet sehr, sehr gut. Hier mit so einer etwas weiteren Hose, auf jeden Fall sehr clean, Khaki-Hose. Hier nochmal das Stitching in der Jacke, auch sehr, sehr geil. Und falls ihr hier ein paar unordentliche Dinger gesehen habt, sorry dafür. Ansonsten, Leute, wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wer bis zum Ende geschaut hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich bin für heute fertig. Ich werde die Dinger hier auf jeden Fall rocken. Ich bin gehypt. Bis demnächst. Peace.